Hallo Tischtennisfreunde, mein Name ist Yannick Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und das heutige Thema lautet Angst vor TTR-Punkten zu verlieren. Tischtennishelden, conquer the table. Mal eine kleine Story aus meinen letzten Kreismeisterschaften. Ich war seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr bei den Kreismeisterschaften. Und habe es jetzt dieses Jahr nochmal zeitlich geschafft und hatte auch Lust mitzuspielen und spiele auch generell eher wenig Turniere, weil ich am Wochenende viel am Arbeiten bin und eher wenig Zeit habe. Aber das war mal wieder so eine Veranstaltung, wo ich dabei sein konnte und habe mich auch sehr gefreut. Und während den Spielen hat man ja auch öfters mal Zeit, auf der Tribüne zu sitzen und mit Leuten zu quatschen oder einfach nur ein paar Spiele zu schauen und mitzubekommen, wie so die Atmosphäre ist. Und da ist mir aufgefallen, viele Leute sprechen miteinander und da hört man öfters das oft den Satz, hoffentlich verliere ich da nicht zu viele TTR-Punkte. Oh, der hatte aber deutlich weniger als ich, den da hätte ich gewinnen müssen, jetzt habe ich wieder 10 miese gemacht. Hoffentlich kostet mich die Teilnahme hier in den Kreismeisterschaften nicht 20 TTR-Punkte. Zusammenfassend viel Angst, viel Panik, einfach nur TTR-Punkte zu verlieren, sein Ranking zu verschlechtern. Und ich muss da allgemein zu sagen, ich finde das sehr schade, weil ich habe sogar schon mitbekommen, dass Leute ganz bewusst nicht auf Turniere fahren, weil sie Angst haben, TTR-Punkte zu verlieren. Das ist auch der Grund, warum manche in ganz hohen Klassen starten, weil dann die Spanne natürlich zu den Gegnern deutlich höher ist und dementsprechend auch verliert man kaum TTR-Punkte, wenn man da mal verliert. Aber Leute, nehmt doch mal den Kampf an. Also ganz ehrlich, wovor habt ihr Angst? Das ist ein Sport. Ihr müsst doch Lust haben, euch zu messen. Diese TTR-Punkte, ja, die sind ganz nett, sich mal anzuschauen und um auch ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, wo man steht. Aber die sind nicht alles. Also die können doch nicht so einen hohen Stellenwert haben, dass ihr auf ein schönes Turnier verzichtet, wo ihr super Spielpraxis bekommt. Ja? Ihr könnt doch nicht immer nur gewinnen wollen. Also das ist doch schade, wenn ihr so an einen Sport herangeht. Das habe ich im Fußball noch nie gehört, dass jemand Angst hat, gegen jemand zu spielen, weil die Mannschaft irgendwie verlieren würde. Das habe ich noch nie gehört. Aber im Tischtennis, da machen sich Leute in die Hose, wenn sie mal 5 Punkte auf ihrem Ranking verlieren. Wo sind wir denn? Leute, Spaß. Ihr müsst Spaß haben am Tischtennis. Ihr müsst die Herausforderung annehmen, ja, und mit Niederlagen, ja klar, da müsst ihr damit auch umgehen. Und mal ganz nebenbei, ich habe ein Video gemacht, wo ich über Niederlagen spreche und wie wertvoll diese sind, das könnt ihr euch hier mal anschauen. Also ist doch gar nichts dabei, aber diese TTR-Punkte, darauf immer den Fokus zu legen und nur daran zu denken, das finde ich wirklich schade und versucht euch da vielleicht mal ein bisschen lockerer zu machen. Weil sonst werdet ihr nur noch daran denken während den Spielen. Kann ich jetzt hier TTR-Punkte verlieren? Kann ich welche gewinnen? Wie stehen meine Chancen? Soll ich da wirklich mitspielen? Damit rückt ja dieses Tischtennisspiel total in den Hintergrund. Also ihr definiert euch doch nicht nur über euren TTR-Wert. Ist mir doch egal, ob ich jetzt 1800, 1810 oder 1790 habe oder wenn es dann halt mal eine halbe Serie schlecht läuft, 1750, ja. Wenn es schlecht läuft, dann war ich halt auch schlecht drauf. Also wer gegen einen ganz schlechten Gegner verliert, der hat halt an dem Tag nicht gut gespielt. Aber das ist doch nicht schlimm, dass man dann Punkte verliert. Also das ist ja keine Währung im Tischtennis oder, ja, also für mich hat das keinen hohen Stellenwert.
Das ist nur meine Meinung dazu. Ich will euch da einen kleinen Denkansatz geben, ob ihr da deswegen vielleicht Turniere sausen lasst oder auch sogar Spiele. Habe ich auch schon mitbekommen, dass Leute ganz bewusst gesagt haben, dass sie ein Spiel nicht mitspielen, weil sie vielleicht dadurch ein Spiel verlieren könnten. Finde ich einfach schade, wenn das so weit geht. Denkt mal drüber nach. Mich würde auch sehr eure Meinung interessieren, wie ihr diese TTR-Thematik und diese TTR-Phobie seht. Ob ihr das selber so lebt oder ob ihr das auch in eurem Umfeld mitbekommen habt. Würde mich wirklich super interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Lese ich mir gern durch und kommentiere natürlich auch eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass das Video gut angekommen ist. Und wenn ihr unseren Kanal Tischtennishelden noch nicht kennt, abonniert ihn auf jeden Fall. Wir würden uns riesig freuen, denn ich denke, für jeden Tischtennisbegeisterten ist da auf jeden Fall einiges an Videos dabei. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und haut sie weg.